Vielen Dank, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, hierher zu kommen. Ich wollte etwas unorthodox anfangen und mich dafür bedanken, dass sehr, sehr viele Leute uns bei der Aufklärung dieser Tat geholfen haben, nicht zuletzt die Vertreter der örtlichen und überregionalen Presse. Wir haben hinsichtlich unseres Aufrufes auf Mithilfe aus der Bevölkerung ein sehr großes Echo erfahren. Und Sie werden es nicht glauben, einer hat mit dem Hinweis relativ nahe gelegen, obwohl wir zu diesem Zeitpunkt einen ähnlichen Verdacht auch schon in unseren Köpfen bewegt haben. Aber nochmal herzlichen Dank, viele Leute haben sich gemeldet und Sie haben uns insbesondere dabei geholfen, festzustellen, wann die Getötete letztmals lebend gesehen worden ist. Insofern waren die Anrufe durchaus hilfreich, auch sehr sachlich und auch offensichtlich betroffen, was die einzelne Tat anbelangt und was diese Umstände der Tat, was die Umstände dieser Tat betrifft. Ja, besonderer Dank gilt an die Mordkommission, die von Herrn Hauck geleitet worden ist. Er hört das zwar nicht gerne, ich sage es trotzdem. Es macht immer wieder ein Vergnügen, trotz der schwierigen Situation, in der man steckt, mit diesem Beamten des Polizeipräsidiums in Hagen zusammenzuarbeiten. Das ist ein von Vertrauen getragenes Verhältnis. Und ich möchte auch nicht ausnehmen, das Amtsgericht Hagen, was uns hinsichtlich der notwendigen Beschlüsse hilfreich und insbesondere sehr zeitnah geholfen hat. Jetzt kommen wir mal nach dem Dankreden zu den Fakten. Gestern ist eine 45 Jahre alte Frau in dem Klinikum Bergmannsheil in Bochum festgenommen worden. Diese 45 Jahre alte Frau ist auch genau diejenige, die am 23. oder 22.10., das weiß ich jetzt aus Erinnerung nicht mehr genau, einen Suizidversuch auf den Gleisen der Deutschen Bundesbahn vorgenommen hat. Dabei wurde ihr ein Teil eines Vorderfußes und an dem anderen Fuß drei Zehen gefahren. Ansonsten hat sie keine weiteren Schäden von diesem Suizidversuch davongetragen. Bei der Dame handelt es sich um eine nicht unmittelbare, aber halbwegs Nachbarin der Getöteten, von Beruf Friseuse, die auch uns gegenüber angegeben hat, den einen oder anderen Nachbarn friseurtechnisch betreut zu haben, unter anderem in der Vergangenheit auch das später getötete Opfer. Und letztlich hat eine dieser Spuren zu einem Nachweis geführt, der dann ausschlaggebend war, um dann einen Haftbefehl zu beantragen. Dieser Haftbefehl ist vom Amtsgericht in Hagen gestern erlassen worden. Der Herr Hauck hat die Dame im Krankenhaus aufgesucht. Was sie zu der Tat angegeben hat, wird er gleich selber berichten, weil er das viel authentischer kann als ich. Sie hat dann nach einiger Zeit dann eingeräumt, tatsächlich in der Wohnung gewesen zu sein und Frau Fink getötet zu haben. Sie gibt an, dass sie die Frau Fink um Geld bitten wollte und sich bei ihr Geld leihen wollte und dass sie Frau Fink halt als Nachbarin gekannt hat und deshalb am Vormittag, dem Dienstag, 22.10. vormittags in ihrer Wohnung aufgesucht hat, sich dann aber, nachdem sie in der Küche Platz genommen hatte, dann doch nicht getraut hatte, die Frau Fink um Geld zu fragen. Sie sagt dann, ich weiß nicht wieso und weshalb, plötzlich hätte die Geschädigte auf dem Boden gelegen und sie hätte sie gewürgt und ihr den Mund zugehalten, weil sie halt um Hilfe gerufen hätte und plötzlich hätte sich dann das Opfer nicht mehr bewegt und sie hätte eine Drosselung vorgetäuscht, indem sie ihr den Schal, den sie da in der Küche hat, vorgefunden, um den Hals gelegt und den Kopf geschlungen und dann einen Einbruch vorgetäuscht hat, damit man meinen sollte, fremde Täter hätten die Wohnung durchsucht und nach Wertsachen gesucht. Nachdem sie dann die Wohnung verlassen hat, will sie nach Hause gegangen sein, will den Abschiedsbrief geschrieben haben, den sie in die Verwandten gefunden hat und will dann zu dem Gleiskörper gegangen sein und sich dort vor den Zug geworfen haben. Wir haben gestern eine 45 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen. Es handelt sich dabei um eine Frau, die am Tattage selber einen eigenen Suizidversuch auf den Gleisen der Deutschen Bundesbahn in Schwelm vorgenommen hat.
Wir haben aufgrund von technischen Beweisen den Nachweis führen können, dass sie A am Tatort war und auch für die Tat in Betracht kommt. Sie hat dann zunächst im Rahmen ihrer Vernehmung die Tat bestritten und versucht, uns ein Alibi zu erklären. Auf Vorhalt von bestimmten Tatspuren hat sie dann im Rahmen der Vernehmung ein Geständnis abgegeben, was allerdings hinsichtlich einzelner Fragen noch hinterfragt werden muss. Das ist eine eigentlich völlig unauffällig lebende Frau, verheiratet, eine Tochter, ein Enkelkind, kriminalpolizeilich nie in Erscheinung getreten, sodass man nicht ohne weiteres vermutet hätte, dass sie hinter dieser Tat stecken könnte. Wir müssen auch die ganzen Motive und auch die Hintergründe dieser Tat noch im Einzelnen aufklären, weil es schon erstaunlich ist, dass eine solche Konstellation zusammenkommen konnte. Offensichtlich Geldnot. Sie hat selbst angegeben, dass sie Frau Fink um Geld angehen wollte, hat allerdings angegeben, diesen Plan aufgegeben zu haben. Ob das der Richtigkeit entspricht oder ob das nur eine schambehaftete Behauptung gewesen ist, das vermögen wir noch nicht zu sagen, aber wir werden es überprüfen. Also sicher ist, dass massive Gewalt gegen den Hals des Opfers ausgeübt worden ist, lässt sich nicht ganz mit ihrer Darstellung von den Ereignissen in Einklang bringen, aber das mag auch damit zusammenhängen, dass es natürlich für jemanden bislang völlig unbelastet und schwer ist, seine gesamte Schuld auf einmal einzuräumen. Vielleicht wird das spätere Verfahren da noch genaueres erbringen.